Hallo, liebe Geschwister. Eine neue Woche beginnt und wir starten mit dem dritten Kapitel. Und ich habe mich heute warm angezogen, denn ich weiß, dass einige sich über das Thema heute ärgern werden. Denn das Christsein in der Gesellschaft betrifft eben nicht nur die Bereiche, die wir bisher gehört haben, sondern geht bis ins Private hinein. Und ich lese heute aus dem dritten Kapitel die Verse 1 bis 7. 1 bis 7. Genauso sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, denn die Lebensführung der Frauen kann viel bewirken. Sie kann ohne ein Wort auch die Männer gewinnen, die bisher nicht auf das Wort hören wollen. Was sie überzeugt, ist eure heilige Lebensführung, die von der Ehrfurcht vor Gott geprägt ist. Schmückt euch nicht äußerlich, indem ihr euer Haar aufwendig frisiert, Goldschmuck anlegt und kostbare Kleider anzieht, sondern schmückt euch mit dem, was im Herzen verborgen ist. Ein freundlicher und stiller Geist ist der unvergängliche Schmuck, der in Gottes Augen wertvoll ist. So haben sich auch früher die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott gesetzt haben. Dazu gehört auch die Unterunterordnung unter ihre Männer. Sarah zum Beispiel, sie gehorchte Abraham und nannte ihn Herr. Erweist euch als ihre Töchter, indem ihr rechtschaffen seid und keine Einschüchterung fürchtet. Genauso ihr Männer. Seid verständnisvoll im Umgang mit euren Frauen, sie sind nämlich der schwächere Teil. Bringt ihnen Achtung entgegen, denn auch sie haben Anteil an eurem Erbe, der Gnade Gottes, die das ewige Leben schenkt. So wird euren Gebeten nichts im Wege stehen. Liebe Geschwister, an der Stelle muss man sehr deutlich als vorher voranschicken, es ist eine andere Zeit. Andere Verhältnisse, bei uns heute, wie gesagt, keine Sklaven mehr. Und trotzdem hat sich seitdem viel verändert, auch im Verhältnis der Ehen, auch im Verhältnis untereinander. Und wenn wir auf diese Texte schauen, sollten wir es mit sehr viel Sensibilität tun. Man könnte jetzt ganz genau das sofort abbügeln. Von Männerseite so, so ist es geschrieben, so hat das zu sein. Von Frauenseite, naja, das ist natürlich wieder typisch, dieses maskuline Machtgehabe. Und aber ich glaube, wir würden den Texten sehr Unrecht tun. Denn in dem Falle, wenn wir genau hinschauen, Petrus setzt ja über alles erstmal das, was vorher gesagt ist, wie auch bei den Sklaven, und sagt, ihr habt einen Herrn. Und es ist wichtig, diesem Herrn zu gefallen. Und dieser Herr ist eben Gott. Und damit Männer in Beziehung zu diesem Gott kommen, habt ihr Frauen einen wesentlichen Anteil. Denn so, wie ihr lebt, könnt ihr Zeugen für das Wort Gottes sein. Natürlich haben die Frauen in der Gemeinde jetzt eine ganze Menge an Rechten dazu gewonnen, weil eben ganz klar die Worte Jesu sind und auch Paulus sehr deutlich sagt, vor Christus ist nicht Mann noch Frau, sondern diese Beziehung ist also eine ganz besondere in der Gemeinde und die Frau hat in der Gemeinde sogar dann die Stellung von Gemeindeleitung etc. Aber hier geht es nun auch um das öffentliche Leben an dieser Stelle und um diese ganz private Beziehung und sie sagt eben,
Und da wird es deutlich, der Mann hat noch keinen Anschluss an die Gemeinde. Wenn die Frau sich ununterordnet, dann nur in den Dingen, sage ich jetzt mal, die nicht Gott widersprechen. Aber da sollen sie eben auch bewusst ihre Beziehung zu Gott so leben, dass ihr Mann etwas entdeckt in ihnen, das ihnen hilft, ich sage es mal vorsichtig, sich mit dem Glauben zu beschäftigen. Die Unterordnung heißt nicht, dass sie ihre Götter zur Seite schieben sollen und die Götter der Männer annehmen. Die Unterordnung bedeutet auch nicht, dass sie auf alle ihre Rechte verzichten sollen. Ganz nebenbei gesagt, gerade in der griechischen Welt haben die Frauen auch sehr viele und andere Rechte als in der jüdischen. Aber diese Unterordnung bewirkt, dass was bei den Sklaven der Dienst ist hier, dass man einander diesen dienenden Geist auch zukommen lässt. Also, nichtgläubige Männer können durch ihre Frauen zum Glauben geführt werden. Das Zweite, was er ihnen sagt, ist, legt nicht Wert auf Äußerlichkeiten. Jetzt so unbedingt, dass ihr, was weiß ich, tolle Frisuren, schönes Zeitgemälde übrigens, wo man also sich die Haare zu allen möglichen aufsteckte, um Eindruck zu schinden und manchmal sehr kuriose Dinge dabei auch noch herauskam und sich über und über mit Goldschmuck behängte, auch als Zeichen des Wohlstandes, erleben wir ja auch durchaus noch in der arabischen Welt, wo so etwas eine Rolle spielt, dass die Frau über und über behangen wird, sozusagen als Aushängeschild für den Reichtum, den man an ihr präsentiert. All das soll keine Rolle spielen. Das Interessante ist, er weist darauf hin, dass die entscheidenden, vor Gott zählenden Dinge sind, sich schmücken mit dem, was im Herzen verborgen ist. Ein freundlicher und stiller Geist. Das heißt nicht, dass ich nicht an etwas falsch läuft widersprechen kann, aber ein stiller Geist heißt eben ein ruhiges Wesen, ein freundliches Wesen als unvergänglichen Schmuck. Ein freundliches Wesen. Und zwar das ist ein Schmuck, der vor Gott etwas zählt. Das heißt nicht auch gleichzeitig, dass ich wie graue Maus rumlaufen muss. Oder eben nicht irgendwas auf mich auch halte, sondern es geht hier darum, dass das Innere mehr zählt als das Äußere. Wobei ja da nicht gesagt ist, dass das Äußere durchaus egal ist. Interessant ist die Begründung mit den heiligen Frauen früher. Und da wird ausgerechnet, nimmt er da Sarah zum Vorbild. Sie gehorchte Abraham. Ja, sie ist mit ihm weggegangen. Aber Abraham und Sarah haben schon eine besondere Beziehung, denn die hält ja schon sehr lange, obwohl sie ihm keine Kinder offenbar schenkt. Und trotzdem, sie nennt ihn Herr. Okay. Aber es scheint eine große Liebe zu sein, denn er hat sie nicht verstoßen. Er hat sie nicht ausgesondert. Er hat nicht gesagt, du machst mir keine Kinder, also demzufolge suche ich mir eine andere Frau. Die Idee mit Hagar kam interessanterweise von Sarah. Das spiegelt schon ein bisschen, aber sie ordnet sich eben doch dennoch ein Stück ihm unter. Aber wir merken an der Begründung, so ganz haut's nicht hin. Aber gut. Erweist euch als ihre Töchter, indem ihr rechtschaffen seid und keine Einschüchterung fürchtet. Und da wird wieder was gesagt, also
Gerade, er nimmt vielleicht Sarah auch bewusst als Beispiel dafür, denn Sarah war doch eine sehr deutlich bestimmte Frau, die, ich sag's jetzt mal offen, Abraham lenkte auf seinen Weg. Die immer wieder auch, gerade auch im Umgarten mit Hagar, deutlich die Weichen gestellt hat. Nicht immer zum Guten, aber das sei mal dahingestellt. Aber sie ist diejenige eigentlich, die auch eine Menge Initiative zeigt. Von daher eben sich nicht einschüchtern lässt, sich nicht unterordnen lässt, so ganz, ganz fest, wie wir es denken, so du kannst alles mit mir machen und so weiter. Nein, an der Stelle ist Sarah sehr, sehr deutlich. Keine Einschüchterung. Also nicht völlige Unterwerfung. Und dann wendet er sich an die Männer und nun geht's darum, seid verständnisvoll im Umgang mit euren Frauen. Verständnisvoll, das bedeutet also auch, achtet sie, achtet auf ihre Bedürfnisse, hört ihnen zu, all das steckt da drin. Lasst sie nicht außen vor. Da ist natürlich, einige sagen durchaus, da geht es auch um, vor allem um Männer, die sozusagen heidnische Frauen geheiratet haben, aber das sehe ich darin nicht, sondern es geht generell um dieses Verhältnis zu den Frauen. Bringt ihnen Achtung entgegen, sie sind der schwächere Teil. Na gut, das würden wir heute wahrscheinlich nicht mehr sagen. Aber was hier auch auffällt, ist dann in der Begründung etwas, was wir in Europa offenbar lange nicht begriffen haben. Denn auch sie haben Anteil an eurem Erbe, der Gnade Gottes, die das ewige Leben schenkt. Sie haben Anteil genauso wie die Männer an Gottes Gnade. Das bedeutet, sie sind bei Gott genauso angesehen. Warum sage ich das so ausdrücklich? Ganz einfach. Bis ins 18. Jahrhundert hat man in Europa noch überhaupt darüber diskutiert, ob eine Frau überhaupt eine Seele hat. Das klingt in unseren Ohren ganz kurios, aber tatsächlich hat man Debatten darüber geführt, ob sie nicht letztlich ein seelenloses Wesen ist und damit also nur als Anhängsel ihres Mannes irgendwie etwas machen kann. Aber dem widerspricht Petrus hier eigentlich mit diesen Worten ganz vehement und sagt, sie haben genauso Anteil an der Gnade Gottes, ihm gehört genauso das Reich Gottes und ihm gehört auch das ewige Leben. Und deswegen, weil Gott sie so ansieht, gebührt ihnen auch von euch Männern gefälligst die Achtung. Und das relativiert die Unterordnung total. Und noch was wird gesagt, nämlich, so wird eurer Gebeten nichts im Wege stehen. Das heißt, wenn ich in meiner Ehe die Dinge nicht in gegenseitiger Achtung und Liebe auf die Reihe kriege, sozusagen den Dienst am nächsten, bei denen, die mir am nächsten sind, nicht in die Reihe kriege, wie soll dann Gott mein Beten erfüllen, wenn ich es nicht mal seinen Willen umsetzen kann in meiner Ehe? Wenn sich in der Beziehung von Mann und Frau und Frau und Mann nicht das widerspiegelt, was in Gott ist, nämlich diese tiefe Gemeinschaft, dieses Miteinander, dieses Aufeinander hören, aufeinander bezogen sein und die Bereitschaft, alles zu geben. Für mich etwas, was tatsächlich in eine Ehe tatsächlich hineingehört. Für mich etwas, was zu den Grundlagen gehört.
Und deswegen will ich auch diese Texte nicht ausspielen und ausspielen lassen, sondern sie zeigen uns auch die Stellung, die sich der Frau, die sich tatsächlich verändert, weil sie von Gott angesehen ist. Wie das in unserer heutigen Zeit bis zum Letzten zu buchstabieren ist, das müssen wir jeder selbst auch entscheiden und vor Gott verantworten. Möge uns Gott dazu Weisheit und Klarheit schenken. Himmlischer Vater, bis in unsere privaten Beziehungen hinein, bis in unsere Ehen hinein, gehen deine Weisungen. Und dafür danken wir dir. Wir danken dir für Menschen, die uns das auch vor Augen stellen. Buchstabieren müssen wir das heute selbst. Und die Verantwortung tragen wir auch, aber wir tragen sie füreinander. Von daher, Herr, schenke uns da die Weisheit, Klarheit und vor allem Liebe im Umgang miteinander. Lasst uns nicht vorstellen, solche Texte abbügeln, auch wenn sich manches verändert. Schenke uns da ganz bewusst, dass wir auf dich sehen und dir vertrauen. Amen. So wünsche ich Ihnen zu Beginn dieser Woche, dass Sie gesegnete Zeit haben. Ich bin froh, dass ich diesen etwas schwierigen Text nun hinter mir habe. Und es wird dann morgen mit weiteren konkreten Dingen gehen. Allerdings dann habe ich dieses umschifft. Gut, ich wünsche Ihnen, dass Gott Sie hält, leitet und dass Sie eine gute Woche haben. Und hoffe, dass wir uns morgen wieder begegnen, um weiter uns mit diesen Petrusbriefen zu beschäftigen. Gesegnete Zeit.